Oh, two guys. Behind the base. You see? I'm gonna respawn. Oh, okay, good luck. Thank you. Natürlich alle zwischen rein. Oh, das war ein Kopf. Tut mir leid, Frau Polizistin. Sagen die Zombies bei... Oh, verdammt. Oh, da kommt ein Airdrop runter. Seht ihr das? Oh. Und warum ist hier ein Zombie drin? Mein guter Freund. Verdammte Axt. Das ist jetzt... Ich renne da dran vorbei. Geht das? Ja. Hallo und willkommen zum zweiten Let's Play von H1Z1 Just Survive. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, es war der Anfang, dann klickt euch einfach mal unten durch die Beschreibung durch. Da verlinke ich das Ganze nochmal. Und wir starten jetzt in Pleasant Valley, denn da haben wir auch geendet. Ich habe die Türe hinter mir geschlossen und wir sind in der kleinen Vorstadt, also bei den unteren Hütten, bei den kleinen Häusern sind wir drin. Und ich habe davor sogar eine AR gefunden gehabt, ja, bloß ohne Schuss. Ich habe eine Schrotflintenmuni gefunden, aber leider keine Schrotflinte dazu. Nun ja, egal, wir spawnen jetzt mal rein und versuchen weitgehend zu überleben. So, gucken wir doch gleich mal, ob hier Loot gekommen ist. Och, das ist ja nett. Oh nein, die AR hatte ich jetzt gerade gar nicht. Sorry, das war mein Fehler. Oh, Handschuhe. Aber irgendwie leckt das hier, ne? Ich habe die Handschuhe schon an, die liegen da aber noch. Okay. Naja. Wir sind auf dem PvP-Server. Und der ist Medium besucht. Also schon ein paar Leute drauf. Ich versuche einfach so lange wie möglich zu überleben. Machete. Brauche ich nicht. Möchte ich nicht. Dankeschön. So, wir gucken uns jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Aha, hier ist die Türe geschlossen. Die war das letzte Mal noch offen. Medizin ist immer gut. Das schredde ich mal. Das brauche ich nicht. Naja. Gucken wir mal, wie lange wir durchhalten. Ich hoffe doch. Ein paar Folgen. Wäre ja sonst blöd, ne? So, aber das Lecken, das hört wohl hier immer noch nicht auf. In der letzten Folge hatte ich da schon ein paar Probleme. Ich wollte das eigentlich ändern. Habe es auch probiert. Aber das ganze Spiel leckt, ne? Also man sieht, ich habe das T-Shirt genommen und jetzt verschwindet es. Nun ja. Macht so jetzt nicht wirklich viel Spaß, aber wir ziehen das durch. Das sieht nach Wasser. Oh, da war ein Schuss. Ich würde mal sagen, wir bewegen uns. Denn bewegen heißt leben. Bewegen uns jetzt einfach mal ins nächste Haus. Gucken, ob wir was Sinnvolles finden. Oh, Türe wollte ich nicht schließen. Naja. Naja, das Lecken hört nicht auf. Da müssen wir da geschwind durch. Schlafzimmer. Eine Mütze brauchen wir nicht. Nehme ich jetzt mal nicht mit. Ja, ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr, als ich das mal gespielt habe, da war öfters mal ein Scharfschützengewehr oder so in der Badewanne. Das haben sie auch geändert. Ja, okay, soll ja auch nicht zu leicht sein. Wenn es zu leicht ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Na, gucken wir mal. Dass ich hier jetzt erstmal wegkomme. Ja, und hier steht eine fette Base. Was war das denn? Aha. Okay. So, da hätte ich hochklettern können. Ja. Naja, also man sieht, da stimmt gerade überhaupt was nicht. Also es kann sein, dass die hier den Server ein bisschen warten und ein bisschen was machen oder so. Jo, da war wieder ein Schuss.
war das denn? Ich glaube, ich renne da jetzt mal rüber. Weil ich natürlich nicht weiß, wo der hockt. Und der Schuss kam schon ein bisschen weiter weg, ja. Schauen wir mal. Ich nehme gleich mal wieder die Axt. Okay, da lag noch ein Messer. Ich möchte mich ja... Oh, Munition. Ich möchte mich ja jetzt auch nicht großartig hier verraten und so laut sein. Deswegen agieren wir hier ein bisschen im Schatten. Ja. Wenn wir hier ein bisschen Loot finden, dann würde ich sagen, dass wir wieder aus Pleasant Valley abhauen. Ja, da war wieder ein Schuss. Eine Handfeuerwaffe. Ja, einfach nicht zu lange hierbleiben. Wenn wir zu lange hierbleiben, dann kann es durchaus sein, dass wir getötet werden. Mit meinem Pfeil und Bogen und mit meiner Axt. Das bringt hier natürlich nicht viel. Waren da gerade Schritte? Da kommt wieder ein Airdrop. Also, da kommt ja echt oft ein Airdrop. Okay, okay, okay. What the fuck war das denn? Naja, ich würde sagen, wir hauen ab. Es war lang genug. Wir werden uns vielleicht in den anderen Städten noch umschauen. Aber dass sie hier jetzt erstmal wegkommen. Bevor wir hier noch drauf gehen, hauen wir doch einfach mal straight weg. Da ist eine Brücke, das wäre vielleicht gar nicht blöd gewesen, aber da wäre ich auch eine Zielscheibe gewesen. Naja, schon richtig so. Oh, Wasser. Ist da ein Zombie hinter mir her? Ja. Lass den mal Zombie sein. Und wir hauen jetzt hier erstmal ab. Das hoffe ich natürlich nicht, dass ich... Oh, verdammt, da ist ein Spieler. Und der hat eine Knarre. Und der hat eine Knarre. Und ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt ganz, ganz schnell in irgendein Haus, wo wir vielleicht ein bisschen den Vorteil ausnutzen können, falls der uns über den Weg läuft, dass wir im Nahkampf einfach da sind. Jo, das war eine Granate. Wo ist er denn? Kann ich da so rausgucken? Nee. Jetzt wäre natürlich ideal, wenn wir eine Waffe finden würden mit Munition. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. So viel Glück habe ich meistens nicht. Jo, 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 jo. Also wir sind ziemlich nah an dem dran. Das kann sein, dass das nach hinten losgeht. Kein Platz mehr. Komm, Alex, brauche ich noch nicht. Ja, ich glaube, der will die Base da hinten zerstören. Oder der feuert einfach nur so durch die Gegend. Okay, jetzt kommt es von weiter links. Cheaten jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Nutzen die Perspektive. Okay, das entfernt sich ein bisschen. Ja, aber da hinten jetzt geradeaus würde die Wildnis anfangen. Genau da steht er irgendwo. Ah, guck mal, da oben ist er. Da oben ist er. Sind es zwei oder ist es nur einer? Das sind drei. Okay, ich würde sagen, der Weg ist gestorben.
Das macht keinen Sinn, wenn wir da lang rennen. Scheiße. Ich könnte probieren, außen rum zu rennen, aber die rennen halt überall rum, ne? Das ist echt scheiße jetzt. Aber wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ganz klar. Okay. Wir nehmen einen anderen Weg. Ich hoffe, da hinten durch den Garten komme ich durch. Beobachten ab und an mal hinten was. Ach, scheiße. Okay, ich versuche jetzt diese Straße entlang zu rennen, aber durch die Gärten. Sodass wir so ein bisschen die Chance haben, rauszukommen in den Wald. So, das da hinten müsste denen ihre Base sein, das da hinten. So weiß ich halt nicht, wo der eine hingerannt ist. Der ist vorher etwas nach rechts gerannt. Jetzt hoffe ich nicht, dass da was passiert. Ja, ich muss probieren. Ich muss es probieren. Einfach hier durch die Gärten durch. Vielleicht noch ein bisschen was looten. Ich denke mal nicht, dass sie irgendwie großartig Loot brauchen, gerade im Moment, wenn sie alles so rausschmeißen. Können Sie auch mir schenken, wenn Sie es nicht brauchen? Oh, eine Sonnenbrille. Das kommt doch immer cool. Na? Jo. Holzfäller Bob. Was ist da noch drin? Ich habe keinen Platz mehr. Ich könnte aber das ganze Metallgedöns wegschmeißen. Und könnte dann. Warte mal, den Stock brauche ich nicht. Das Metal Sheet bräuchte ich, um eine Schaufel zu bauen. Und da habe ich ja noch einen Stock drin. Und die Empty Bottle lasse ich mal hier. So. Ist das immer noch denn ihre Basis? Ich bin noch gerade ein gutes Stück gerannt. Naja. Wir probieren's. Oh, der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Du Sau. Was schießt du auf mich? Gleich hinten raus. Und weiter geht's. Und wieder hinten. Jo, wir sollten hier weg. Auf jeden Fall weg, weg, weg. Ich will denen eigentlich keine Zeit geben, mir zu folgen. Da kommt er. Da ist er. Der will mich töten. Ganz klar, es ist kein Geheimnis. Don't shoot, why you shoot, guy? Okay, see you later, sorry. Okay, because I'm fresh spawn, so I got nothing. Man, I feel with the satchel and the bow. Where should I know what you have, man? Maybe you have 300 bullets, you know. Oh, okay. So, good luck, bye. Good luck. Okay, also er hatte wohl gemeint gehabt, dass jemand auf ihn geschossen hat. Mit dem Pfeil und Bogen, und er hat gedacht, ich wäre das gewesen. Also hier schon wieder Beweis 2, ne? Also die schießen zwar zuerst, aber wenn man mit denen reden kann, dann kann das Ganze auch gut ausgehen. Also von daher, ja, jetzt war ich schon etwas nervös, dass ich gedacht habe, so, die Folge ist rum. Aber es ist nochmal gut gegangen. Das Gute ist, es steht auch ganz am Anfang vom Spiel, wenn es lädt. Was steht da? Speaking is the key to surviving. Also sprechen oder reden ist der Schlüssel zum Überleben. Hier hat das Ganze mal wieder Sinn gemacht zu reden. Aber wir werden jetzt trotzdem mal abhauen, weil ich weiß nicht, ob dem seine Kumpels genauso denken wie der. Und ich würde sagen, wir machen uns aus dem Staub und gehen erstmal eine Runde in die Wildnis.
das ein netter Zombie? Hallo Zombie. Na, treff ich? Oder treff ich nicht? Oh, das war schlecht. Oh, einmal. Zweimal. Oh, das war nah am Kopf, das habe ich gesehen. Und einmal. Jo, jetzt habt ihr es auch gesehen. Bei dreimal ist der Zombie putt. Und wir können weiter. Wir sind ja auch überall Basen. Das ist schon heftig. So. Ich renne jetzt auch nochmal zwischendurch. Die ist nicht zu. Die ist zu. Da ist ein Trailerpark, den könnte ich mir mal anschauen. Ist das ein Zombie oder? Nee, ein Spiel. Nee, ist ein Zombie. Ich glaube nicht, dass der Spieler hier den Toggle Walk benutzt. Das ist der hier. Der ganz lässige, coole Walk. Aber nein. Das ist ein Zombie. Probieren wir es mal in First Person. Oh, das war echt verfehlt, ne? Oh, das war drüber. Das war in den Kopf. Ah, ich komme die ganze Zeit auf die Menütaste. Bitte nimmt es mir nicht übel. Wie gesagt, ich bin nicht so der PC-Gamer. Ich war nur brutal ungeduldig. Und wollte dieses Spiel jetzt spielen. So, was wir jetzt mal machen, ist was trinken. Ich habe noch 32% Hydration. Jetzt bin ich bei 52. Ich trinke jetzt einfach nochmal was und nehme dann einfach die volle Flasche auf. Wo ist die hin? Nee, oder? Das war wieder ein Lag. Ich hatte die schon lange in meinem Inventar. Ja, macht nichts. Das macht gar nichts. Wir haben ja noch unsere Bären, mit denen wir uns... Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, da hinten, das wären wieder zwei Spieler. Aber das sind Zombies. Oder die Beißer. Ja. Da suchen wir noch ein bisschen was. Ob wir was Interessantes finden. Tarp. Ich nehme davon jetzt mal eins mit. Ich guck mal, was ich damit craften kann. Nix. Aha. Sleep. Ah, eine Schlafmatte. Okay. Was geht da noch? Wooden Bow. Macht das einen Unterschied? Wooden Bow. Aha, okay. Da, also da gibt es auch noch verschiedene Pfeile oder Bögen. Das wusste ich jetzt auch nicht. Also ich habe immer den einen gecraftet. Aber interessant. Okay, lassen wir das jetzt mal. Dann laufen wir weiter darüber. Spieler oder Zombie? Ah, das ist ein Zombie. Oh. Dieser Shack oder Shelter, das ist Shack, glaube ich. Der ist offen. Finden wir da irgendwas? Nein, der ist leer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir uns ein bisschen bewegen. Und zwar, wir sind jetzt gerade E6. E6, also wir laufen hier gerade runter und ich würde jetzt mal zur Radiostation gehen. Das ist direkt hier auf dem Berg auf E7, ja E8. Das heißt, ich müsste eigentlich jetzt die ganze Zeit geradeaus, glaube ich. Muss ich schauen, ich habe leider keinen Kompass gefunden. Ich hatte ja auch nicht wirklich Zeit zu looten. Naja gut, schauen wir mal. Ich laufe da jetzt einfach mal so nah wie möglich an der Basis vorbei. Ich denke mal, da erwarten sie uns am wenigsten. Das ist ja wie eine halbe Stadt da drin, ne? Okay. Ja, also ich glaube, irgendwas stimmt jetzt gerade mit den ganzen Servern nicht, weil die echt extrem lecken. Und, ja, man hat es ja gesehen, sobald ich irgendwas aufgehoben habe, lag es noch da. In meinem Inventar war es zwar schon drin, aber es lag noch auf dem Platz, wo ich es gefunden habe.
Und kurze Zeit später hatte ich es dann im Inventar, also komplett war es dann weg und ich hatte das Ganze. Ja, wahrscheinlich stimmt da gerade irgendwas nicht. Die warten vielleicht irgendwas oder sonstige Sachen. Keine Ahnung. Naja. So, wir sind immer noch F6. Ich würde sagen, wir laufen einfach geradeaus. Mal gucken, ob das überhaupt die richtige Richtung ist. Wie gesagt, ich habe keinen Kompass. Zumindest sind da schon mal Leitungen und da ist eine Straße. Also irgendwo muss es... Oh, das ist ein Wolf. Oh, das war ja von daneben geschielt. Und in den Kopf. Sei bitte leise. Das habe ich gemeint. Also die sind relativ laut. Und wenn sowas zwischen zwei Basen passiert, wo vielleicht Leute drin sind, dann ist das natürlich echt blöd. Das ist, als ob ich an die Türe gehen würde und klingeln würde. Okay, da hinten kommt ein kleines Häuschen. Schauen wir mal. Gibt es einen Zombie? Oh, da ist auch einer. Aber den lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Einfach mal ignorieren, den guten. Ja, wenn du mir mal hinterher... Ist der Hunger, hä? Das ist auch ein Zombie. Ich werde mich jetzt gleich mal in diesem Haus da einschließen. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn wir auf dem Weg zur Radiostation sind. In der nächsten Folge sollten wir die Radiostation auf jeden Fall erreichen können. Das habe ich gemeint. Guckt euch das an. Das ist eine Riesenbasis. Aber ist okay, die haben das da hingebaut, weil sie nah an der Stadt sind und hier wahrscheinlich... Hallo? Hallo? Oh, okay, so... You fresh spawn? Yes, jump. No, sit down. Okay. So, good luck. Jetzt gehen wir einfach mal da rein, bevor die schießen. Aber man weiß nie, was die vorhaben. Jetzt beobachten wir das Ganze erstmal. Ja, der ist reingekommen. Das weiß ich auch nicht. Nun ja, ich setze mich mal hin und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von H1Z1 und ja, wie wir auf dem Weg zum Radio Tower sind. Also, bis zum nächsten Mal.